keine 20 Sekunden und dann ist alles vorbei. Mühlacker hat keinen kleinen Sender mehr. Zahlreiche Schaulustige begutachten die Überreste des einstigen Wahrzeichens der Senderstadt. Was bleibt, sind die Emotionen. Er hätte nicht fallen müssen. Ich habe Angst um den Letzten, das ist noch viel schlimmer. Wenn der nicht mehr steht, ist keine Senderstadt Mühlacker mehr. Das wäre das Gleiche, wie gerade ein Kollege da gesagt hat, ich will mir in Paris der Eiffelturm fällt. Wenn ich jetzt weiterrede, kommen auch Tränen wieder. Für mich war das jetzt wie eine Beerdigung. Ja, ich bin von Mühlacker. Es war, wo er umgefallen ist, war für mich Gänsehaut pur. Ich konnte nicht klatschen. Es ist ein Wahrzeichen von Mühlacker. Ja, es war für mich natürlich ein Dokument meines Lebens, denn wenn ich aus dem Haus geschaut habe, dann lag er direkt in der Landschaftssilhouette und war ein Teil der Landschaft. Insofern stimmt es ein bisschen traurig, dass die Veränderung da ist. Andererseits geht natürlich der technische Fortschritt über den Sender hinweg. Man braucht ihn nicht mehr. Und nachdem eben entschieden wurde, dass kein Sendermuseum hier gemacht wird, ist es klar, dass er fallen muss. 61 Jahre war der 130 Meter hohe kleine Sender Reservemast im Schatten seines großen Bruders. Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr dann das Aus. Rund 4 Stunden vorher war die Welt der Mühlacker Senderfans noch in Ordnung. Die bekannte Sendersilhouette weithin erkennbar, auch wenn bevor der Sender fiel, das Gebiet rund um den Masten aus Sicherheitsgründen bereits weiträumig abgesperrt wurde. Der Mast ist 130 Meter hoch, da müssen wir natürlich dann auf jeden Fall einen großen Sicherheitsabstand noch dazu rechnen, also um die 200 Meter bis 250 Meter waren wir auf jeden Fall absperren in der Fallrichtung. Und dann hinter den verbleibenden paar Dunen, da ist es dann nicht mehr ganz so viel. Da können wir näher ran, weil da kann er ja auf keinen Fall mehr hinfallen. Je näher der Abbruch rückte, desto mehr Schaulustige sammelten sich hinter den Absperrgittern an, wollten ganz vorne mit dabei sein, wenn der Sender fällt, und tauschten letzte Erinnerungen aus. Als Kind war das immer so schön, egal von welcher Richtung man gekommen ist, wenn man im Auto gesessen ist, haben wir immer gesagt, wer sieht als erster den Sender. In unserer alten Wohnung, wenn wir da die Heizplatte, den Elektroherd eingeschaltet haben und der hat eine bestimmte Temperatur erreicht, dann kam plötzlich Musik aus der Herdplatte. Unglaublich. Das ist jetzt alles vorbei. Erst wurde vor rund einem Jahr die Mittelwelle abgestellt, am Dienstag dann der kleine Sender gefällt. Bleibt abzuwarten, ob und wann der große Sender folgt.